Ja, geil. So, und jetzt vorsichtig einsetzen. So, ich habe nämlich jetzt nach ungefühlt 10.000 Milliarden Versuchen herausgefunden, wie es funktioniert. Mit Hilfe des Internets. Und zwar muss erst das Herz rein, dann muss dieses Dingsgedöns da drauf. So. Irgendwie da rangeklatscht. So, steckt schön drin. Jetzt müssen wir diese Hilfe kennen. Mal wegen ausrichten. Ein bisschen fein justieren. Na, jetzt los, heil. Heil ihn. Nee, nicht. Ja, los. Los. Ja. Oktoberfest, ja. Und eine Errungenschaft. Dann praktizieren wir mal ein wenig Medizin. Gott sei Dank. Ja. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren schönen Surgeon Simulator Part an diesem wunderschönen Montag. Ich hoffe zumindest, dass er wunderschön ist, heute ist nämlich noch Sonntag. Und falls ihr euch jetzt fragt, was ich hier gerade mache, ich überlege, mit was ich anfange. Ich muss hier diesen scheiß Darm irgendwie rausschneiden. Und ich weiß aber nicht so ganz mit was. Das Problem hatten wir das letzte Mal schon mal. Das ist diese... Nee. Mit was schneide ich den Darm da am blödsten raus? Die hauen wir erstmal weg. Versuchen uns mal hier so ein Messer zu greifen. Ja, da kommen wir scheinbar nicht gescheit ran. Versuchen wir es... Oh, ich will doch nicht diesen ganzen Becher halten. Ja, ich hab die Schere. Versuchen wir damit mal unser Glück. Nee. Oh nein. Jetzt ist das scheiß Teil da auch noch reingefallen. Ah, ich hab sie wieder. Gott sei Dank. Ich halte sie jetzt nur ein bisschen scheiße. Bisschen. Okay, wir lassen das. Wir nehmen hier lieber mal von da ein Messer. Versuchen damit nochmal unser Glück. Na, dass er immer alles packt, nur das nicht, was man will. So, versuchen wir da mal. Komm schon. Ich bin gerade Chirurg, ich muss mich konzentrieren. Es hat sich was getan. Ich will aber mehr rausschneiden. Mehr rausschneiden, habe ich gesagt. Okay, ich würde sagen, wir nehmen erstmal den losen Teil raus. Wir haben da ein Stück Darm. Das Geräusch ist immer widerlich. Da liegt aber noch mehr drin. Mehr from the Darm. Auch damit weg. Auch weg damit, besser gesagt. So, ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, heute ist doch Montag, heute ist doch gar kein Tag für ein random Video. Aber ich muss euch sagen, ich habe momentan noch kein neues Projekt. Murdered ist jetzt seit letzter Woche vorbei. Und jetzt habe ich das Problem, ich habe gerade kein Projekt. Deshalb kommt heute dieses Video, weil das Spiel, das ich als nächstes bringen werde, kommt erst raus am Donnerstag. Und ich hoffe, dass es gut wird. Ich verrate euch jetzt noch nicht, was es wird. Ein paar von euch wissen es schon, was es ist. Ich hoffe, dass es gut wird, wirklich. Ich kann es nur nicht versprechen. Jetzt ist das scheiß Ding da immer noch fest. Das kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich denn den losmachen? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja zum Mäusemelken.
Müssen da wirklich die Rippen raus? Nee, oder? Selbst die Leber ist lose. Oder irgendwie ist die Leber immer lose. Ja. Versuchen wir nochmal gezielt Schnitte einzusetzen. Was scheinbar nicht so gut funktioniert. Komm, schneid. Ah. Okay, wollte gerade sagen, jetzt schneid das scheiß Ding endlich raus. Aber das hat ja scheinbar ganz gut funktioniert. Ups. Komm. Oh ja, nimm ihn in den Mund. Komm schon. Oh, so. So, damit du nicht frieren musst. Kleine Halskette. Jaja. Weil ich achte auf meine Patienten. Ich will ja nicht, dass er einen Schnupfen kriegt. Weil das könnte ich nicht verantworten. Ich meine, ich schmeiße nur all seine Organe weg, aber wenn er krank werden würde, das könnte ich mir nie verzeihen. Und diese Scheißmesser, ey. Wir haben auch so schlechte Flugeigenschaften. Nehmen wir das so lang. Versuchen mal, den Magen abzulösen. Ja, das ging ja besser, als ich erwartet habe. Ich habe heute wieder einen richtigen Lauf, ne? Einen richtigen Lauf habe ich. Jetzt muss er nur noch da raus. Ja. Mein Essen wird der Typ nie wieder was wahrscheinlich. Von daher können wir den auch weghauen. Ich glaube, wir haben gerade aus Versehen irgendwas aktiviert. Hoffentlich nichts Schlimmes. Nicht die Leber daraus. Yo! Einfach mal kräftig dran gezogen, dann geht das Ganze schon. So, jetzt brauche ich, glaube ich, das Gerät hier. Ich versuche mal damit, die Nieren frei zu kriegen. Erste hätten wir schon lose. Jetzt brauchen wir noch die zweite. Oh. Ziehen wir mal so. Ist sie los? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ja, ist sie. Gut, gut, gut. Unser Typ verblutet gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann ich die Spritze nochmal benutzen? Ich hoffe doch. Bitte. Ah, ja. Danke. So, jetzt klatschen wir noch die Dinger daraus, weil die sind ja schlecht. Deshalb geht sie mir nicht gut. Weil es so ranzige Kackteile sind. Oh Gott, ich habe schon wieder voll vergessen, wo ich vorhin stehen geblieben bin. Ich wollte eigentlich was erzählen. Ja, neues Projekt. Heute noch nicht. Heute dieses random Video hier mit mir, dem besten Arzt aller Zeiten. Und ab Donnerstag gibt es dann ein neues Projekt. Quatsch, nicht ab Donnerstag, ab Freitag. Am Donnerstag kommt das neue Projekt, kommt raus und am Freitag kommt dann das erste Video. Solange alles klappt. Oh, komm. Sollst du nur deine Kackhand da reinstecken und das Ding da rausholen? Ist denn das so schwer? Sein Bauch ist ganz schön tief, muss ich sagen. Ich komm nicht mal rein, gescheit. Endlich. Mann, ey. Hängst du so an deinen Organen oder was? Spack. Gut, das Stück Darm lassen wir mal da drin. Oh, das war ja jetzt schön. Schön elegant. Oh Gott, ich hab so Schiss, dass da jetzt eine runterfällt. Ich hab echt Bammel. So, Nummer Uno. Und die zweite. Muss ich die jetzt auch nur so grob an die Position schieben, wo sie hingehören oder was? Komm schon, du bist geheilt, mein Freund. Ja, die eine liegt ja jetzt schon mal gar nicht so verkehrt. Die zweite liegt halt noch total scheiße. Ja! Das war doch mal ob C bloß!
Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Ma, continue. Jetzt haben wir hier eine neue Diskette gleich noch. Wenn wir so scheiße bewertet wurden. Die versuchen wir doch gleich mal einzulegen. Mit dem Mittelfinger stumpen wir die jetzt mal um. Jawollo. Dann holen die alte noch raus. Und dann schieben wir Britannia 88 Disk 2 mal da rein. Was war das denn gerade? Irgendwie hat er heute ganz schön Probleme damit, irgendwelche Sachen festzuhalten. Guckt euch das mal an. Kein Wunder, dass es ja kein richtiger Arzt ist, wenn er hier so am Abzittern ist. Ist die Frage, würde ich so da reinkriegen? Ich vermute fast mal nicht. Ich habe gerade keine Zeit, ans Telefon zu gehen. Ich muss versuchen, eine Diskette einzulegen. Was sich als schwerer herausstellt, als man vermuten mag. Nee. Das ist jetzt nicht. Reset. Reception. Tada. Spiel ausgetrickst. Muhaha. Deine verpackte Kacke wird mich nicht davon abhalten, die Diskette einzulegen. Oh. So. Pack das Ding. Jetzt müsste ich es nur noch schaffen, die irgendwie umzudrehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Gut, wir sehen uns, glaube ich, gleich wieder, wenn ich es endlich mal geschafft habe. Bis gleich. Kriege ich damit die alte raus? Sag bloß, ich kann mit einer Diskette in der Hand den Knopf nicht drücken. Nein. Oh, jetzt liegt die da außerhalb der Reichweite. Das ist doch nicht wahr. Oh. Guck mal eine an. Jetzt steht hier so eine Medizinerfigur, weil wir die Mission geschafft haben. Let's go practice medic. Cool. Yay. 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 Weg damit. Wir haben gerade keine Zeit dafür. Wir wollen die Diskette einlegen. Und von der Richtung her schaut es ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Boah, du bist so dumm. Das ist echt der Hammer. Juhu! Wir haben sie schon mal richtig rum. Jetzt müssen wir sie nur noch da in den Schlitz kriegen. Ja, das sind einfach die Besten. Britannia 1988. Und es ist wieder nur eine Anleitung, wie die Mission gegangen wäre. Und wir haben es aber auch ohne geschafft. Yay! Und dann sage ich mit diesen schönen Bildern Tschüss und bis Freitag zum neuen Projekt. Woo!